Hey, vorab nicht wundern, warum ich so aussehe, auch mit den Kontaktlinsen. Ich habe vor, gleich noch Bilder zu machen und ich wollte mich jetzt nicht extra für das Video anders schminken. Deswegen nicht wundern. Aber heute geht es um eure Fragen, die ihr bezüglich meiner Haare habt. Im Allgemeinen, sei es Pflege, sei es welche Haarfarben ich schon hatte, alles Mögliche werde ich heute mal in diesem Video beantworten und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe 65 Fragen bekommen allein auf Instagram und dann noch ein paar unter meinem letzten Video. Deswegen, ich fange jetzt einfach mal bei Instagram an und dann schauen wir, was da so draus wird. Wann hast du dir das erste Mal die Haare gefärbt, Schrägstrich getönt? Ich habe mir das erste Mal die Haare getönt mit einer Drogerietönung. Ich glaube im Alter von 12. Ja, das kommt, glaube ich, hin. Da hat meine Emo-Zeit nämlich gerade so angefangen und ich wollte halt dunklere Haare haben, weil ich hatte ja dieses Ginger, meine Naturhaarfarbe, und ja, das fand ich halt dann nicht so cool zu einem Emo-Style. Nächste Frage ist, was für Pflegeprodukte, Kuren, Masken, Spülung etc. benutzt du? Ja, das ist eine nice Frage, weil so genau weiß ich das momentan auch nicht. Ich benutze so ein Shampoo, das habe ich bei Kaufland gekauft. Das ist so eins von, boah, ich weiß gar nicht, John und irgendwie so anders noch so ein Name. Und da steht halt ohne Gedöns und so drauf. Das fand die Verpackung halt eigentlich ganz cool. Und weil da halt dieses ohne Gedöns drauf stand, habe ich das halt gekauft. Das benutze ich, wenn ich bei meinem Freund bin. Und hier benutze ich eigentlich dieses Öl-Repair-Driss-Shampoo von Balea oder das Sensitiv-Shampoo. Das sind so die Shampoos, die ich zurzeit benutze. Ich habe davor sehr, sehr lange die Redken All Soft-Reihe benutzt und ab und zu benutze ich immer noch die blaue Redken-Maske. Die kostet aber 30 Euro, deswegen bin ich damit ein bisschen sparsam. Das ist so eine Repair-Maske, aber da meine Haare momentan nicht kaputt sind oder sonst was, brauche ich die halt nicht mehr, weil ich auch keine blonden Haare mehr habe. Aber falls ihr blonde Haare habt, holt euch diese blaue Redken-Maske oder das Shampoo. Aber ich würde da lieber das All Soft nehmen, weil das macht die Haare gleichzeitig auch noch ein bisschen seidiger. Und ja. Kennst du ein gutes Shampoo für gefärbte Haare? Nein. Da ich darauf nie geachtet habe, ob meine Haarfarbe jetzt rausgeht oder nicht, weil das kann man ja nachtönen, und ja, ich habe halt immer nur darauf geachtet, dass es die Haare pflegt. Ich fand, der Pony stand dir. Ja, das fand ich auch, ehrlich gesagt. Also ich hatte ja diesen kurzen Pony mit den schwarzen Haaren, aber weil ich meine Haare ja nicht mehr schwarz färbe, finde ich, sieht der Pony blöd aus, und weil ich halt auch diesen jetzt relativ dünne Haare habe, finde ich, ist das so lückenhaft und ich sehe damit aus wie ein Kind. Deswegen, ja, lasse ich den wieder rauswachsen. Und ja. With which semi-permanent hair dyes you've made the best experience? Thank you for your compliment. And I used always Directions and Manic Panic, but I only used this brand once. And I think Directions is good, but it's not the best, but it's semi-permanent hair dye, so yeah. Willst du deine Haare lang wachsen lassen? Was ist für dich die ideale Länge? Okay, das sind mehrere Fragen. Ich frage erstmal, willst du deine Haare lang wachsen lassen? Ja, also was heißt lang wachsen lassen? So, mir ist es jetzt nicht ultra wichtig, oh mein Gott, ich muss lange Haare haben, da ich ab und zu sowieso Extensions tragen kann, wenn ich Bock auf lange Haare habe. Aber ja, ich versuche einfach, meine Haare so in Ruhe zu lassen, und wenn sie wachsen die, dann ist das schön, wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. So, deswegen, ich mache mir da gar nicht so einen Stress. Was ist für dich die ideale Länge? Also ich finde persönlich so bis hier so oder über die Brust die Haare eigentlich ganz schön, oder halt so kurz bobmäßig. Das finde ich halt ganz nice. Und ja. Willst du bei relativ normalen Haarfarben bleiben oder doch wieder eher in die verrückte Schiene gehen? Nee, also ich werde meine Haare erstmal nicht mehr blondieren, da sie momentan wirklich... Ich muss meine Haare anfassen, die sind so gesund, ne? Verhältnismäßig. Ihr müsst überlegen, ich habe meine Haare, das habe ich sogar mal in einem Video erzählt, wie oft ich sie blondiert habe. Deswegen, ich werde meine Haare so lassen. Ich werde meine Naturhaarfarbe zurückbekommen, aber ich werde meine Haare demnächst wieder mit Directions färben. Aber dazu komme ich, glaube ich, nochmal in einer späteren Frage, deswegen. Warum trägst du nicht deine Naturhaarfarbe, sondern färbst sie dir immer? Das ist nämlich jetzt der springende Punkt. Und zwar, ich möchte meine Naturhaarfarbe wieder haben. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich meine Haare nicht mehr färben will. Und ja, ich kann euch jetzt gleich mal ein Bild zeigen, wie meine Naturhaarfarbe aussieht. Aber nur, ich erst ein Bild holen. Deswegen,
möchte ich einfach meine Naturhaarfarbe wieder haben, damit ich einfach meine Haare nicht mehr färben muss, damit ich wieder schöne Haare bekommen kann, weil mir ist ehrlich gesagt das Aussehen der Haare wichtiger als die Farbe. Wenn ich jetzt, sage ich mal, für blaue oder was auch immer für Haare muss ich die Haare blondieren und danach sehen die Haare scheiße aus, auch wenn man dann die gewünschte Farbe hat. Seien wir mal ehrlich, so ich finde bunte Haare sehen nie gesund aus. Also es kommt natürlich drauf an, du kannst sie mit Silikonen totpflegen, sodass sie schön gesund aussehen, aber wenn du sie dann abends wäschst, sehen die einfach nur noch ekelhaft aus und unter der Dusche fühlen sie sich an wie Gummi. Das ist in den meisten Fällen so. Wenn das bei euch nicht so ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann freut mich das sehr, aber bei mir persönlich war das halt nie so und deswegen möchte ich das halt auch nicht mehr und ja. Ich hole jetzt gerade mal das Bild von meiner Naturhaarfarbe deswegen. Und zwar könnt ihr hier ganz gut meine Naturhaarfarbe erkennen. Ich habe halt einen ziemlich krassen Rotstich, genauso wie mein Bruder. Also das ist auch mein Bruder, aber der hat nicht so einen starken Rotstich wie alle anderen. Ja, ich will einfach mal gucken, wie das aussieht und wenn nicht, kann ich die mir immer noch mit Directions ein bisschen anders färben. Also nur ohne blondieren, also alles ohne blondieren, weil das ist mir wichtig, weil ich will meine Haare ja nicht mehr schädigen. Und ja, vielleicht färbe ich sie dann auch mit Henna. Das habe ich nämlich auch schon überlegt, aber das weiß ich noch nicht. Wie oft färbst, tönst du dir die Haare? Also alle 2 bis 3 Monate oder keine Ahnung? Also momentan färbe ich sie ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich sie das letzte Mal schwarz gemacht habe. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder einen Monat her. Ja, seitdem sind sie halt so. Das hat sich halt so ausgewaschen und ist halt auch von der Sonne ein bisschen ausgeblichen. Und ja, deswegen. Aber ich werde sie halt nicht mehr wirklich tönen. Und wenn, dann kann ich ja dazu immer noch mal ein Video machen. Also. Hast du sie jetzt nur geschnitten, damit sie wieder besser werden oder auch gepflegt? Ich habe sie in erster Linie geschnitten, weil ich fand, dass sie unten echt ekelhaft aussahen. Und damit sie wieder einen Schnitt haben, weil meine Haare hatten keinen Schnitt. Ich kann euch hier gerne nochmal so ein Vorher-Nachher von hinten zeigen, weil da, finde ich, erkennt man schon einen krassen Unterschied. Und ja, also ich habe wieder ein bisschen mehr Stufen drin, so und hier so. ja, ich werde mir wahrscheinlich auch noch mehr Stufen reinschneiden lassen und das war halt hauptsächlich der Grund, weil meine Haare so dünn waren und einfach keinen Schnitt mehr hatten und irgendwie hässlich aussahen und jetzt fühlen die sich halt wieder viel, viel besser an und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, und gepflegt habe ich sie nicht beim Friseur. welche Produkte kannst du bis jetzt am meisten empfehlen, die auch wirklich eine Wirkung gezeigt haben? Kokosöl. Kokosöl kann ich empfehlen. Und ja, das war's eigentlich. Weil ich finde, ganz ehrlich, so, wir klatschen uns so viel in die Haare. Wenn die Haare kaputt sind, dann bringt das nichts, die mit irgendeinem Shampoo oder so wieder zusammenzukleben. Ja, deswegen immer schön schneiden. Das ist das, was am meisten hilft. Und Kokosöl ist so auch ganz gut. du hattest mal einen Ziehenhaarschnitt. Wie hast du den Pony so hinbekommen? Dazu habe ich ganz, 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 ganz viele Videos auf meinem Kanal gemacht. Also ich habe das Gefühl, vor 4 Jahren ging mein Kanal um nichts anderes als meinen Ziehenpony. Deswegen schau da mal vorbei. Ich finde, deine Haare sehen jetzt schön gepflegt aus. Das soll nicht heißen, dass sie vorher hässlich waren. Ich finde es gut, dass du schon mal einen Schritt dahin gehen möchtest, deine Haare und damit auch dein Aussehen wieder mehr zu akzeptieren. Hast du noch sehr zu kämpfen mit Haarausfall? Mit was kannst du als Shampoo oder Kur oder was auch immer empfehlen, besonders für kaputtes oder angegriffenes Haar? Deine Videos sind was? Dein neues Video wird immer super. Dein neues Video wie immer super, okay. Ist ja auch egal. Ich muss sagen, wenn du sagst, dass deine Haare kaputt und angegriffen sind, dann kann dieser Haarausfall auch davon kommen, dass dir die Haare einfach abbrechen. Und bei mir war das halt so, dass meine Haare bei der Wurzel ausgefallen sind. Also immer wenn ich ein Haar in der Hand hatte, dann konnte ich auch die Wurzel erkennen. Und dafür nehme ich nur so Eisentabletten von Dish Gesunde Plus von DM. Und damit geht es halt momentan auch wirklich besser. Der Friseur hatte mir ja auch gesagt, dass wieder viele neue Haare wachsen. Was mich sehr beruhigt. Und ja, deswegen, also ich glaube wirklich, Shampoo dagegen kann ich nicht empfehlen. Vor allem nicht Plateau 21. Oh mein Gott, mir sind so viele Haare unter der Dusche ausgefallen. Ich habe echt fast eine Panikattacke bekommen. Deswegen, ja. Und meiner Erfahrung nach, das glaube ich, kommt mir aber einfach nur so vor. Ich weiß auch nicht. Ich bin momentan noch ein bisschen am Ausprobieren, ob ich jetzt Spülung benutzen möchte oder nicht. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Haare dann so aus meiner Kopfhaut rausflutschen. Ich weiß nicht, also irgendwie ganz komisch. Deswegen weiß ich da selber noch nicht so ganz, was ich benutzen soll.
Was machst du für dein Wachstum und glättest du deine Haare? Da sind noch mehr Fragen. Was ich für mein Haarwachstum mache, ist gar nichts, weil es mir nicht wichtig ist, ob sie jetzt schnell wachsen oder langsam wachsen. So, sie wachsen halt einfach, wie sie wachsen. Ich habe halt von Natur aus, glaube ich, ein ganz gutes Haarwachstum, weil ich habe schon wieder so einen Ansatz. Aber, ja. Es ist mir eigentlich egal, ob meine Haare schnell wachsen oder nicht. Aber ich habe vor einer Zeit noch so Haarkapseln genommen. Da sind die eigentlich auch ganz gut mit gewachsen. Also jetzt nicht langsamer oder so. Glättest du deine Haare? Ab und an glätte ich meinen Pony. Oder mal hier so die Seiten, weil wie ihr erkennen könnt, die eine Seite geht nach innen, die andere nach außen, was ein bisschen unnötig ist. So, why? Why, Körper? Why? Naja. Welche Kuren kannst du empfehlen? Wie gesagt, die von Redken, die blaue Extreme Plus. Die finde ich ganz gut. Und sonst Kokosölmasken. Wie oft schneidest du deine Haare? Also früher habe ich sie immer selber jeden Monat geschnitten, so die Spitzen ein bisschen oder jeden zweiten Monat. Aber ich möchte jetzt jeden zweiten Monat zum Friseur gehen, da ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich meine Haare selber schneide, sie einfach schnell wieder frisselig werden und keine Ahnung was. Und nach dem Friseur, die Haare fühlen sich einfach viel, viel besser an, weil der Friseur einfach schärfere Scheren hat. Und deswegen möchte ich jetzt eher zum Friseur gehen oder mir irgendwann mal eine teure Schere zulegen. Aber ich habe kein Geld, deswegen gehe ich lieber zum Friseur, auch wenn das eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber ja, ich habe gehört, so eine Friseurschere kostet 700 Euro. I don't have that money, no. Wie lange hättest du gerne deine Haare? Auf jeden Fall ein bisschen länger als die Länge, die ich jetzt habe. So, wenn die bis da wären, dann wäre ich schon sehr, sehr happy. Aber das wächst ja noch. Möchtest du deinen kurzen Pony, den du vor einer Weile hattest, nicht mehr? Hast du vor, ihn verwachsen zu lassen, also rauswachsen lassen? Oder was hast du geplant? Ich lasse ihn auf jeden Fall rauswachsen, weil, wie schon gesagt, es sieht nicht gut aus mit der Haarfarbe, meiner Meinung nach. Also wenn ihr das schön findet, dann ist das okay. Aber ich persönlich finde diesen Pony nur mit dunklen Haaren geil. Deine Haare sehen voller aus. Was hast du dafür gemacht? Ich habe sie beim Friseur schneiden lassen. Und kennst du zufällig bunte Töne, die sich nicht mit einem Grünstich auswaschen? Ja, alle roten Töne, die können sich eigentlich nicht mit einem Grünstich rauswaschen, weil das unmöglich ist von dem Farbkreisel her. Wenn du blau oder lila Töne hast, dann waschen die sich meistens grün aus. Und ja, deswegen würde ich darauf verzichten. Man sieht doch, dass du Perücken trägst, fast auf jedem Foto eine andere Haarlänge und Farbe, wie so dieser Text. Weil ich unglaublich oft gefragt worden bin, wie ich meine Haare rosa gefärbt habe. Beziehungsweise, das war nicht einmal richtig lustig. Hab mir ein Mädchen geschrieben, ja, wie hast du deine Haare gefärbt? Ja, ich habe die schwarz gefärbt und dann hat sich das halt so braun ausgewaschen. Sie so, ja, ich meine das Rosane. Ich so, das ist eine Perücke. So, das ist halt so, ich krieg das halt wirklich so oft. Oder, oh mein Gott, I like your hair. Und dann ist das immer für mich so, das ist eine Perücke, das ist nicht meine real hair. Und dann frage ich mich auch, ob die Leute das wissen oder nicht. Deswegen. Nimmst du irgendwelche Vitamine oder sowas für deine Haare? Ich esse sehr viel Obst und generell versuche ich mich ausgeglichen zu ernähren, aber zusätzlich supplementiere ich halt Eisen, da ich nicht so gerne Fleisch esse momentan. Nein, ich will sie nicht braun lassen. Wie gesagt, ich möchte halt wieder einen Rotstich haben. Einfach damit meine Naturhaarfarbe besser rauswachsen kann und ja. Würdest du mal deine Haare blau oder pink färben? Ich hatte ja schon pinke Haare. Blau würde ich auf gar keinen Fall machen, da ich blaue Haare an sich nicht so schön finde. Würdest du dir einen Death Hawk machen lassen, wäre bestimmt was anderes. Nein, würde ich nicht. Würdest du dir die Haare grün tönen? Nein, würde ich auch nicht. Also so ein dunkles Forest Green finde ich geil, aber so ein helles Grün finde ich ganz schrecklich. Ja. Wie stylst du deine Haare? Hast du eine Styling-Routine? Nein! Ich stehe morgens auf, mache meinen Pony so und dann bin ich ready. So, vorher, als ich die schwarzen Haare hatte, das habe ich ja euch mal in einem Video gezeigt, wo ich den geschnitten habe. Da habe ich den halt immer mit einem Glätteisen so ein bisschen eingedreht, einfach damit es ein bisschen, ja, nice aussieht. Und ja, aber momentan habe ich keine Styling-Routine und ja. Würdest du dir einen Bob schneiden? Ja, aber da ich finde, also ich finde persönlich Longbobs sehr, sehr schön, aber meine Haare sind vorne so kurz und dann hätte ich ja ungefähr so einen Longbob und das fände ich nicht so cool. Magst du deine Naturhaarfarbe? Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Naturhaarfarbe immer gehasst, deswegen habe ich meine Haare auch immer anders gefärbt. Aber ich bin jetzt gerade an so einem Punkt angelangt, seitdem meine Haare so viel ausgefallen sind, dass ich meine Naturhaarfarbe wieder haben möchte, damit ich diesen Struggle mit Haare nachfärben etc. nicht mehr habe und ja... Deswegen, ich glaube, ich mag meine Naturhaarfarbe, aber ich werde es ja sehen, wie es dann irgendwann in ein paar Jahren aussieht, wenn ich es überhaupt so lange aushalte. Wie standen deine Eltern zum Haarefärben? Ja,
Nee. Mein Papa fand das immer ganz schlimm, meine Mama fand das immer ganz schlimm, aber irgendwie haben sie es dann doch alle akzeptiert und waren immer froh, wenn ich dann wieder eine natürliche Haarfarbe hatte oder ansatzweise meine Naturhaarfarbe. Ja, deswegen, ne. Kannst du Tipps geben, wie man es schafft, seine Naturhaare rauswachsen zu lassen? Kann man dafür Tipps geben, außer standhaft bleiben? Nein, ich würde meine Haare nicht regenbogenfarben färben. Möchtest du dir in Zukunft mal wieder bunte Haare machen? Also ich weiß ja nicht, wie es aussieht in ein paar Jahren, vielleicht dann Richtung blond oder so gehen. Also ich weiß es nicht, aber wer weiß, vielleicht ist bis dahin ja auch ein Wundermittel auf den Markt gekommen, wie man Haare blond färben kann, ohne dass sie tot sind. Ja, ja, Olaplex, so, aber seien wir mal ehrlich, Olaplex bringt da auch nichts. Was ist gut für die Haare und was sollte man nicht tun? Das kommt ganz auf deine Haare an. Also ich persönlich habe seit Jahren nicht mehr meine Haare geföhnt. Ich habe sehr, 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 sehr lange meine Haare nicht mehr geglättet. Und wenn, dann ist das wirklich so selten, dass es nicht schmerzhaft ist. Und ja, also Luft trocknen lassen würde ich sowieso immer machen, weil das Föhnen ist so unnötig. Und ja, was fällt mir noch ein? Regelmäßig schneiden lassen ist auch super wichtig und ja. Wieso bist du vorher nie zum Friseur gegangen? Weil ich panische Angst davor habe, mir von anderen die Haare schneiden zu lassen. Aber ich bin momentan alt genug, um zu verstehen, dass die mir nicht die Haare abschneiden. Und es gibt auch Friseure, die das können ohne... Ich bin so voll weit oben, ne? Es gibt auch Friseure, die das können, ohne gleich 5 cm abzuschneiden und ja, deswegen. Und früher hatte ich halt sehr, sehr miese Erfahrungen teilweise bei Friseuren und da kommen wir, glaube ich, auch direkt zur nächsten Frage gleich. Was ist der schlimmste Haarschnitt, den du jemals hattest? Das war zu meiner Konfirmation. Ich hatte einen geraden Pony und so kurze Haare. Vielleicht blende ich ein Bild ein, ich überlege es mir mal, aber es ist auf jeden Fall ganz schlimm, ganz schrecklich, oh mein Gott. Wann hast du angefangen, Perücken zu tragen, als ich meine erste Perücke gekauft habe auf Amazon? Ich weiß nicht, wie lange ist das her? Ein Jahr? Zwei Jahre? Keine Ahnung. Ich glaube, 2 Jahre. Wann hast du das erste Mal deine Haare gefärbt und wann hast du angefangen, sie selbst zu schneiden? Im Prinzip kurz darauf, als ich sie gefärbt habe. Nee, ich habe sie sogar schon vorher... Nee, oder? Boah, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so im Alter von 12 habe ich angefangen damit. Ja, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell auf YouTube, was die YouTube-Kommentare so sagen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar, hattest du mal Rot in den Haaren? Wenn ja, wie hast du diesen Rotstich rausbekommen? Keine Ahnung. Ich hatte mir letztens irgendwann, als ich so gerade mit Anni zusammengekommen bin, hatte ich mir die Haare so rot-pink gefärbt. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild davon habe, wenn ja, blende ich es ein. Und danach hatte ich halt keinen Stich, weil ich davor einen Grünstich hatte. Neutralisieren und so, voll gut. Und wenn du ihn rausbekommen möchtest, musst du halt mit einem grünlicheren Ton drüber färben, aber das würde ich dann eventuell vielleicht beim Friseur machen lassen oder du kennst dich gut mit Farbe aus. Also ich zum Beispiel könnte das jetzt selber machen, aber nachher hast du einen Grünstich und das wollen wir ja nicht. Nam, nam, nam. Wie du den Haarausfall in den Griff bekommen hast, beziehungsweise kurz erklären, hab seit längerem denselben Struggle und meine Haare werden immer dünner. Also momentan nehme ich, wie gesagt, die Eisentabletten und ich habe das Gefühl, das hilft, aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach normal ist, wie meine Haare ausfallen. Also wirklich unter der Dusche ist es immer noch extrem, aber so am Tag, ich kann durch meine Haare gehen und manchmal habe ich dann halt ein Haar da drinne, aber manchmal halt auch nicht so. Deswegen, ich glaube, ich habe es momentan echt gut im Griff bekommen. Geh am besten zum Arzt, lass einen Bluttest machen, um zu gucken, ob du irgendwelche Mangelerscheinungen hast, weil dadurch kann sich dieser Haarausfall meistens auch äußern. Und es tut mir so leid, ich gucke die ganze Zeit in den Display. Oh mein Gott. ja. Deswegen geh am besten mal zum Arzt und lass dich da beraten und ja, viel Glück dir auf jeden Fall, ich fühle mit dir. Dann haben mir voll viele unter mein letztes Video geschrieben, dass man keinen Unterschied sieht, aber wie gesagt, ich blende euch nochmal so ein Foto ein von dem Vorher-Nachher-Effekt und wie gesagt, sie sind halt schon kürzer geworden und hier vorne ein bisschen stufiger und mehr wieder so ins Gesicht. Deswegen, man sieht da schon einen Unterschied, wenn man hingucken will. Stufen nehmen das Volumen aus dem Haar raus, also das kenne ich nur anders, weil meine Haare sehen seitdem auf jeden Fall voluminöser aus und nicht mehr so platt. Deswegen, ja, ich kann das nicht bestätigen. Sind deine Haare jetzt wieder relativ ganz, nachdem du Spitzen geschnitten hast? Ja, was heißt ganz? Also meine Haare waren vorher nicht kaputt oder so oder sonst was. Seitdem ich die schwarz gemacht habe, waren die ja eigentlich gesund. Ich habe da auch so viel abgeschnitten. Ja. Und, deswegen, meine Haare fühlen sich gut an und alles.
Hast du zurzeit eine Lieblingsfrisur? Nein, habe ich nicht. Ich trage sie meistens offen oder einfach so hier hinten einen Zopf oder so. Ja, ich bin am Schwitzen. Oder so hier mit einem Clip hinten. Das sind so meine Lieblingsfrisuren. Das kann ich euch auch sehr empfehlen, wenn ihr eure Haare lang wachsen lassen wollt. Tragt Zöpfe bzw. so Klammern, diese Haarklammern. Das ist super, weil dann können eure Haare immer schön wachsen und die stippen nicht so die ganze Zeit auf. Ja. Okay, ich habe jetzt keine neuen Fragen mehr gefunden. Deswegen würde ich sagen, das war das Video über meine Haare. Ich hoffe, ich habe so gut wie alles beantwortet, was ich an Produkten benutze. Und was ich so allgemein empfehlen kann, was so mit meinen Haaren los ist und warum ich das mache und was als nächstes ansteht. Es wird jetzt demnächst ein Video kommen über neue Extensions. Und jetzt kommt, warum hast du deine Haare geschnitten, obwohl du Extensions trägst? Ich trage die natürlich nicht immer und ich habe die, also ich kriege die ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich möchte halt gucken, dass meine Haare dann mit den Extensions natürlich weiter wachsen. Und so kann ich immer noch wechseln, weil... Ich muss ehrlich zugeben, momentan sehen meine Haare voll langweilig aus und da machen Extensions halt schon ein bisschen was her. Und ja, es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel passieren auf meiner Haarreise. Es wird noch ein Färbevideo kommen. Färbevideo, Tönvideo mit den Directions. Und vielleicht noch ein Video zu Dreads. Jetzt nicht, dass ich mir Dreads mache, aber im Allgemeinen, weil das bin ich meinem Kanal immer noch schuldig. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass ich so alle Fragen ein bisschen beantwortet habe. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich hab euch lieb. Ciao.